Hallo und herzlich willkommen zu diesem Videotraining Synology Mail Plus Server auf der Synology installieren. Mein Name ist Frank Schibillock, ich bin ja der Trainer und Coach in der IT Service Academy und ich führe euch hier durch diesen Kurs. In unserem Mail Server Kurs werde ich euch zeigen, wie man einen eigenen Mail Server auf der Synology installieren kann. Doch bevor wir überhaupt mit der Installation beginnen können, sollten wir zuerst einmal ein paar Grundlagen schaffen. Denn wenn man seinen eigenen E-Mail-Server betreibt, sollte man zumindest das Funktionsprinzip genau kennen und sollte auch wissen, im Falle eines Falles, wenn mal irgendetwas nicht funktioniert, woran es eventuell liegen kann. Dazu müssen wir allerdings einen kleinen Exkurs machen und wir schauen uns erst einmal ein paar wichtige Fakten und Daten an zu den Protokollen bzw. zu den Funktionen hier. Das erste, womit wir starten sollten, wir sollten uns erst einmal über das Thema DNS unterhalten. Also DNS, das ist ein Protokoll, das es uns ermöglicht, halt eben im Internet irgendwelche Dienste, irgendwelche Webseiten, irgendwelche Geräte zu erreichen. Wenn ich auf die Webseite www.google.com direkt zugreifen möchte, um irgendetwas zu suchen, dann versteckt sich dahinter in Wirklichkeit eine sogenannte IP-Adresse. Also irgendein Computer, der mir diese Webseite von google.com eigentlich anzeigt. Das Ganze ist eigentlich für uns Menschen eingerichtet worden, weil wir uns natürlich Namen deutlich besser merken können als irgendwelche langen IP-Adressen. Und deswegen gibt es dieses sogenannte DNS-System, das also in der Lage ist, halt eben den Namen von einer Internetseite oder von einem Server, von einem Computer im Internet irgendwo umzusetzen auf eine IP-Adresse. Das nennt sich halt eben DNS und das Ganze hat einen entscheidenden Anteil daran, ob ich meinen eigenen Mail-Server ja korrekt betreiben kann oder auch nicht betreiben kann. Deswegen sollte man natürlich dieses Grundprinzip zuerst einmal kennenlernen, bevor man überhaupt mit der Installation von einem eigenen E-Mail-Server startet. Und das Prinzip haben wir natürlich hier bei unserem eigenen Mail-Server auch. Und das ist auch wirklich wichtig, damit ihr auch nachher wisst, wie ihr euren Mail-Server tatsächlich installieren könnt, weil gibt es verschiedene Möglichkeiten. So, ich will einmal hier die DNS-Abfrage, also das ist so, ja, das ist eines der wichtigsten zentralen Themen, DNS, Domain Name Systems. Ich will euch jetzt nicht mit den ganzen Fachausdrücken langweilen, aber zumindest sollt ihr ein bisschen was über das Thema erfahren, bevor ihr mit der Installation beginnt und nicht einfach drauf los installieren. Das führt in der Regel nicht zum Erfolg. Deswegen werde ich das jetzt hier mal in ganz einfachen Schritten einmal darstellen. In Wirklichkeit ist der Vorgang natürlich viel komplizierter, viel komplexer, aber ich will es hier mal bewusst ganz einfach halten, damit ihr das auch etwas einfacher verstehen könnt. Damit ein Computer eine E-Mail versenden kann, braucht er natürlich klar ein E-Mail-Programm, das ist ganz klar. Aber er braucht natürlich auch noch ja, das Ziel, also er muss wissen, wohin er denn diese E-Mail verschicken kann und dabei hilft ihm natürlich dann der DNS-Server. Nehmen wir dazu halt eben mal dieses Beispiel. Auf der linken Seite die Arbeitsstation, der Paul, möchte eine E-Mail an mich verschicken, an frank@itservice-24.com. Dann ist die erste Frage von seinem Computer, wo ist denn überhaupt der Server, der für diese Domäne verantwortlich ist? Der Server ist in der Regel der sogenannte SMTP-Server. Das ist in der Regel halt eben der sogenannte E-Mail-Server, der für diese Domäne verantwortlich ist, der also entscheidet, ob er diese E-Mail-Nachricht annimmt und in das Postfach des Benutzers legt oder ob er das Ganze sein lässt und sagt, nein, den Benutzer gibt es bei mir nicht. Ich gebe eine Meldung zurück, dass der Benutzer bei mir nicht existiert oder ich gebe eventuell eine Meldung, dass ich gar keinen E-Mail-Server benutzen kann. Also um diese E-Mail zu versenden, ist die erste Frage von dem Computer, wie lautet denn die IP-Adresse von dem Zielserver? Das ist in diesem Falle smtp-itservice24.com. Dazu fragt er dann seinen lokalen DNS-Server. Das hat er über seine Netzwerkeinstellungen ermittelt, welcher denn sein DNS-Server ist. Und das ist in der Regel eigentlich der Router oder bei großen Unternehmen ist es halt eben auch ein eigener DNS-Server. Der kann diese Frage allerdings nicht beantworten, weil er auch nur ein begrenztes Wissen hat. Er merkt sich zwar eine ganze Menge, aber er weiß das von mir aus auch nicht. Also ist seine Aufgabe ganz einfach, jetzt seine weiteren Server zu fragen. Dazu kennt er
einige andere Server, unter anderem auch den Server, den sein Internetanbieter bereitstellt. Und er fragt jetzt hier in Schritt 2, 3 und 4 halt eben diese anderen Server, bis er herausgefunden hat, okay, ich habe den richtigen DNS-Server gefunden von der Domäne itservice24.com und dieser Server, der kennt natürlich auch den SMTP-Server, also den E-Mail-Server. Und das heißt, sobald er diese Information rausgefunden hat, gibt er diese Information zurück an den lokalen DNS-Server und meldet die IP-Adresse von dem Zielsystem, was du gesucht hast, habe ich gefunden. Das ist diese Adresse 207 46 230 219. Und jetzt wird diese Information an meinen Computer wieder zurückgegeben. Und sobald mein Computer herausgefunden hat, wo denn das Zielsystem sich befindet, wird er eine SMTP-Verbindung zu dem Zielsystem aufbauen und wird im Schritt 7 diese E-Mail direkt an diesen Computer versenden. Der Computer im Internet, dieser SMTP-Server, ist dann dafür verantwortlich, dass die E-Mail dann auch an den entsprechenden Benutzer weitergeleitet wird. Das ist aber dann nicht mehr Aufgabe von meinem Computer oder von irgendeinem anderen Server. Das ist dann rein die Aufgabe von dem SMTP-Server der Domäne itservice24.com. Jetzt zoomen wir das Ganze einfach mal. So, meine Arbeitsstation hat jetzt herausgefunden, dass der E-Mail-Server von der Domäne itservice24.com, ja genau dieser Server ist, der auch die Webseite hostet, denn dort steht in dem DNS-Server halt eben drin, der SMTP-Server ist diese Adresse, der www-Server ist diese Adresse, der pub3-Server oder IMAP-Server und diverse andere Einträge stehen dort auch drin und die zeigen alle darauf hin, dass dieser für die E-Mail-Verarbeitung verantwortlich ist. Das heißt also, damit ist klar, der schickt die E-Mail an den SMTP-Server im Internet, der dann für die weitere Verarbeitung dieser E-Mail verantwortlich ist. Oder aber, wenn ich jedoch meinen eigenen E-Mail-Server betreibe und unabhängig von meinem Provider arbeiten möchte, ja, dann bin ich ja für die E-Mails verantwortlich und dann muss ich natürlich dem DNS-Server auch mitteilen, dass ich einen eigenen Mail-Server benutze und dafür benötige ich dann einen eigenen MX-Rekord. Dieser MX-Rekord sagt halt eben aus, wer denn für die E-Mail-Verarbeitung verantwortlich ist. Das Ganze kann ich dann erreichen, indem ich halt eben einen CNAME eintrag oder vielleicht sogar halt eben auch einen A-Record setze, der dann auf meine eigene Synology zeigt. Und wenn dann jemand fragt, wer ist denn der E-Mail-Server, also der MX-Record sozusagen von der Domäne itservice24.com, dann wird dieser Internet-Server, dieser DNS-Server, dann dem Anfragenden mitteilen, ja, das ist die Synology vom Frank. Und sobald das in Anführungsstrichen herausgefunden worden ist, wird der Computer nicht mehr die Verbindung über den DNS-Server auf den SMTP-Server von itservice24.com hinherleiten, sondern er wird dann direkt eine Verbindung zu der Synology herstellen. Und wenn darauf dann der E-Mail-Server läuft, ja, dann wird diese E-Mail natürlich entsprechend in das richtige Postfach sozusagen abgelegt, beziehungsweise wenn es den Benutzer nicht gibt, gibt es halt eben einen NDR-Report, also einen Nicht-Zustellungs-Report sozusagen. Und damit ist dann, sage ich mal, diese Aufgabe erst einmal für den Computer abgeschlossen. Natürlich sind für diese Konfiguration noch einige weitere andere Schritte nötig, das ist gar keine Frage. Es müssen natürlich auch im Router noch einige Dinge eingestellt werden und natürlich muss auch der Server, der Mail-Server richtig konfiguriert sein und auch die DNS-Einträge im Internet müssen gesetzt werden. Das ist natürlich klar, das machen wir natürlich in diesem Kurs auch noch. Es ging aber erst einmal hier nur um das Funktionsprinzip, damit ihr entscheiden könnt, welche der verschiedenen Varianten ihr für euer Mailsystem einsetzen wollt. Nun ist es natürlich nicht bei allen Internet-Providern üblich, dass ich dort alle DNS-Einträge unbedingt auch verändern kann oder setzen kann. Manche Internetanbieter mit preiswerteren Tarifen vor allen Dingen bieten das überhaupt nicht an, dass ich dort überhaupt DNS-Einträge verändern kann. Die sind also starr, die sind fest, somit fällt das in der Sekunde halt eben auch flach. Außerdem gibt es ja auch noch eine ganze Menge Risiken, die ich natürlich berücksichtigen muss, wenn ich meinen eigenen E-Mail-Server, der dann praktisch für den gesamten E-Mail-Verkehr verantwortlich ist, wenn ich den halt eben ganz einfach ohne das Backup von meinem Internet-Provider, von meinem E-Mail-Provider sozusagen selber hoste und dafür die komplette Verantwortung übernommen habe. Aber auch dafür gibt es eine Lösung, eine sogenannte Hybrid-Lösung, und zwar über einen Relay-Server.
Das Prinzip ist das gleiche. Ich habe auch meinen eigenen Mail Plus Server, mit dem ich mich connecten kann. Und all die Vorteile, die ein eigener Mail Server bietet, kann ich dort ebenfalls nutzen. Mit dem Unterschied, dass ich die E-Mails halt eben nicht mehr direkt empfange, sondern dass ich diese E-Mails nur indirekt empfange, beziehungsweise dass ich diese E-Mails mit meinem Mail Plus Server von meinem Internetanbieter abhole. Diese Variante ist bestimmt für viele Menschen interessant, weil sie deutlich einfacher zu konfigurieren ist, zumal wir dann auch natürlich einige Sicherheitsrisiken damit gleich sofort eliminiert haben und uns auch weniger um die ganze Spam-Geschichte und diese Dinge kümmern müssen. Ja, und vor allen Dingen auch um die Verfügbarkeit keine Sorgen machen müssen, denn der E-Mail-Server im Internet, der ist mit Sicherheit zu 99,9% immer verfügbar. Welche dieser Installationen in Anführungsstrichen für euch dann in Frage kommt, das werden wir natürlich in diesem Kurs im Detail besprechen. Ihr könnt dann später selber entscheiden, welche der beiden Varianten ihr gerne nutzen möchtet. Welche Anforderungen da jetzt noch an euer Setup gestellt werden und wie ihr entscheiden könnt, welche für euch die richtige Konfiguration der E-Mail-Verarbeitung dann ausmacht, also welche der unterschiedlichen Betriebsarten ihr denn für euch nutzen möchtet, ja, das hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wie eure technischen Voraussetzungen sind und was eure Zielsetzung ist. Insbesondere ist natürlich entscheidend, was ihr für einen DSL-Anschluss habt, ob ihr einen IPv4 oder einen IPv6-Anschluss habt und vor allen Dingen, ob ihr eine feste IP-Adresse habt oder ob ihr keine feste IP-Adresse habt und mit dünn DNS oder Quick Connect arbeiten müsst. All diese Dinge wollen wir natürlich in diesem Kurs durchleuchten, damit ihr auch die passende Installation für euch findet. So, damit habt ihr erst einmal so die Grundlagen vom Funktionsprinzip und auch ein bisschen was zum Thema DNS gehört. Ich habe ja in einem vergangenen Video schon mal gezeigt, wie man so einen E-Mail-Server so grundsätzlich einrichten kann. Das Video ist natürlich nicht ganz so ausführlich und richtet sich auch mehr an die Leute, die schon etwas Erfahrung mit dem Thema haben. Für die Leute, die noch keine Erfahrung mit dem Mail-Server haben und die bei Null beginnen wollen oder ganz von vorne starten wollen, für die ist natürlich dieser Online-Kurs das Richtige. Wir werden natürlich im Laufe des Kurses noch viel tiefer in diese Thematik einsteigen. Der vollständige Kurs, den findet ihr natürlich bei uns auf der Webseite unter frank-hilf.de oder auch natürlich in der IT Service Academy. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen positiven Kommentar oder auch über einen Daumen hoch. Und wenn ihr Interesse an diesem Kurs habt, wie gesagt, dann besucht den Kurs direkt über unsere Webseite.